Hallo und herzlich willkommen bei Turn On. Ich bin der Jens und heute geht es um 4K-Streaming für unter 100 Euro. Entweder habt ihr einen Non-Smart-TV, der zumindest 4K abspielen kann, oder ihr habt einen Smart-TV, der eine schlechte Software hat. Und für die Person unter euch könnte dieses Angebot hier sehr spannend sein, also bleibt dran. Vier Möglichkeiten haben wir hier im Angebot. Wir fangen jetzt mal direkt an mit dem Chromecast Ultra. Hier. Wir haben natürlich alles schon ausgepackt, aber damit ihr das Ding nochmal im Detail sehen könnt, haben wir hier den Chromecast Ultra. Den schließt ihr an, direkt am Fernseher hinten per HDMI. Und Strom bekommt ihr direkt hier über diesen Micro-USB-Port. Der verbindet sich mit dem Internet per WLAN, entweder im 2,4 oder 5 GHz Netzwerk. Und hat hier sogar noch die Möglichkeit, per LAN-Anschluss Internet zu bekommen, also per Kabel direkt. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wie soll das funktionieren? Das kann man ja nirgendwo anschließen. Das funktioniert per Stromkabel, denn dieses USB-Kabel hat hier am Netzteil noch einen LAN-Anschluss und darüber seid ihr direkt per Netzkabel im Internet. Praktisch vor allem, wenn man zum Beispiel 4K-Inhalte streamt, denn, das ist ja das Thema des Videos, diese 4K-Inhalte können, wenn sie sehr hochwertig sind, sehr, sehr viele Daten brauchen pro Minute und da ist natürlich ein stetiges Netz per Kabel ziemlich praktisch. Die Oberfläche, also das ganze Interface auf dem Fernseher sieht dann ja irgendwie ein bisschen langweilig aus, weil es hat kein eigenes Interface. Ihr bedient dieses Ding hier ausschließlich mit einem externen Produkt, wie zum Beispiel einem Smartphone oder einem Tablet oder einem Computer. Ihr könnt zum Beispiel wenn ihr den Chrome-Browser nutzt, den Browser selbst auf den Fernseher spiegeln. Wenn ihr irgendwelche Inhalte direkt auf dem Fernseher sehen wollt, könnt ihr das mit dem Computer machen. Aber ihr braucht immer ein externes Produkt, um es bedienen zu können. Ausschließlich den Chromecast starten und dann irgendwelche Apps darauf öffnen, das funktioniert leider nicht. Der Chromecast Ultra selbst kostet 80 Euro, je nachdem, was es gerade für ein Angebot gibt, gerne auch mal ein bisschen günstiger als ja, praktische Erweiterung für die, die nicht so viel rumspielen wollen, eigentlich ganz nett. Als nächstes in der Riege hätten wir den Amazon Fire TV Stick 4K. So, das ist dieses bunte Stück hier. Kommt mit einer eigenen Fernbedienung daher und kommt mit einem sehr, sehr platzsparenden Stick daher. Ich packe das jetzt mal so aus, dass hier möglichst wenig runterfällt. Also das soll runterfallen und das reicht dann auch. Das ist der Stick, also es ist kein kleines, rundes Ding, sondern das Teil steckt ihr hinten in den Fernseher rein. Hier an der Seite habt ihr wieder einen Micro-USB-Port, den ihr einfach anschließen müsst, dann hat das Ding Strom. Meine Empfehlung gleich von vorne weg, nutzt immer den Originalstecker, denn der hat genug Saft, damit das Ding auch ordentlich ballern kann. Denn das Teil ist ganz schön kräftig, aber dazu kommen wir später nochmal. Hier habt ihr die Fernbedienung, die ist ganz praktisch, weil sie auch mit Alexa funktioniert. Das heißt, ihr könnt dem Ding hier sagen, Alexa, mach das Licht an oder Alexa, öffne The Witcher. Na, geht ja nicht, ist ja auf Netflix. Und ihr habt hier eine separate Fernbedienung, mit der ihr ebenfalls die Lautstärke richten könnt. Also wie ihr seht, ihr könnt hier das Ding anschließen, starten und könnt direkt mit dem Fernseher interagieren. Da ist ein eigenes Interface, das angezeigt wird. Da habt ihr einen eigenen App Store direkt von Amazon, in dem ihr externe Programme oder Spiele auch starten könnt. Und das alles findet dann auf dem Fernseher statt. Super praktisch, super schön, richtig komfortabel. Gäbe es da nicht dieses kleine Problem, dass das Ding erst so richtig praktisch wird, wenn man Amazon Prime Kunde ist. Denn dann gibt es noch ein paar extra Vorteile. Wie zum Beispiel, ihr habt jetzt die aktuelle Folge von einer Serie wie Vikings oder so geguckt bei Amazon. Seid jetzt bei Folge 6. Nächsten Tag startet ihr mit Folge 7 und der Fire TV Stick hat sich gemerkt, dass ihr das schon guckt und den Inhalt schon vorgeladen. Deswegen startet ihr das Ding und die Serie beginnt sofort, weil sich das System das merkt und die Sachen schon vorlädt in den ersten paar Minuten. Und das hat den Effekt, dass ihr innerhalb des Systems super schnell unterwegs seid. Das heißt, ihr macht das Ding an, startet die Serie und es geht sofort los. Dieser Vorteil werdet ihr später hier noch sehen, den gibt es nicht überall. Deswegen wirkt dieses Teil, obwohl es nicht besonders kräftig ist, so stark und so schnell und so ja, nahtlos ineinander. Ach übrigens, der Preis liegt circa bei 60 Euro. Wer Turn-On schon ein bisschen länger guckt, der weiß, dass ich ein ganz, ganz, ganz großer Freund vom Android Shield TV war. Die Oberfläche kennt mit Sicherheit jeder von uns und dieses Android TV gibt es auch in ja, externen Boxen zur Verfügung. Zum Beispiel hier
von Xiaomi, die Mi Box S. Packen das Ding mal eben wieder aus. Schön. Schönes Ding. Das kleine Teil ist im Endeffekt wie eine, ja, Android-TV-Box. Ihr schließt das Ding an, habt natürlich 4K-Fernsehen, habt die Möglichkeit, das Ganze per HDMI und per Strom anzuschließen, dann noch per Klinke rauszugehen an irgendwelche Boxen, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt auch noch extern Speicher anstecken. Denn auch das Ding hat eine eigene Oberfläche. Wenn ihr das im Fernseher startet, dann habt ihr da ganz normal Android TV sehen oder könnt Android TV sehen und auch mit einer Fernbedienung. Ebenfalls mit Sprachsteuerung und ebenfalls mit einem Button, zum Beispiel direkt für Netflix, könnt ihr das bedienen und einfach Apps starten und auf, ihr könnt kleinere Spiele starten, das Ding ist jetzt nicht besonders kräftig, aber ihr könnt auch Dateiordner starten, wenn ihr euch Bilder angucken wollt und die könnt ihr dann separat auf einem ja, USB-Stick oder direkt auf einer Festplatte speichern und darüber abrufen. Das funktioniert ganz gut, ist aber auch jetzt nicht das schnellste der Welt. Außerdem, ihr könnt zum Beispiel Apps wie die Amazon Video App nicht direkt darauf laden. Das gibt's leider noch nicht für den App Store, der für dieses Projekt freigegeben ist oder für dieses Produkt freigegeben ist. Da müsste man bei Amazon klopfen und fragen, ey, könnt ihr die App bitte für dieses Produkt hier freigeben endlich? Man kann sie aber auch aus direkt inoffiziellen Quellen, also direkt von Amazon herunterladen und dann drauf speichern. Aber diese Spielereien macht ja kaum einer. Also, es geht theoretisch alles, aber auch hier haben wir wieder das Problem, ähnlich wie bei dem Fire TV Stick, ihr habt hier nur eine WLAN-Verbindung, keine LAN-Verbindung. Und das bei 4K-Inhalten, wenn das richtig gute Qualität ist, kann auch mit der Zeit ein bisschen hakelig werden. Der Preis liegt bei ca. 70 Euro. Kommen wir zur letzten 4K Android Box von der Firma Strong, nämlich der E-Matic. Da, das Ding. Ist das bunteste von allen, fand ich sehr ansprechend. Wenn man es aufmacht, wird es aber interessant. Denn erstens haben wir ungefähr so eine große Box, wie wir das hier schon bei der Xiaomi Mi Box S hatten. Aber wir haben hier einerseits die Fernbedienung und diese Box. Die Fernbedienung hat mehrere explizite Knöpfe für YouTube oder Netflix oder auf den Play Store. Das heißt, wir haben hier auch wieder Android TV drauf, also ein eigenes Interface, kommen wir aber gleich zu. Auch hier wieder Sprachbedienung mit Google Assistant und Co. Aber diese Box ist nicht nur diese Box. Diese Box hat auch extrem viele Konnektivitätspunkte. Ihr habt die Möglichkeit, hier Strom anzuschließen. Natürlich, das Ding muss befeuert werden. Ihr habt LAN, ihr habt HDMI, ihr habt optischen digitalen Ausgang, Audioausgang. Ihr habt einen Micro-SD-Slot hier an der Seite und zweimal USB. Das heißt, ihr könnt eine feststehende Festplatte anschließen, ein Austauschspeichermedium wie ein USB-Stick oder halt wirklich von eurem Smartphone oder was auch immer die Micro-SD-Karte. All das könnt ihr wirklich per Hotspot rein- und rausstecken und dann direkt darauf zugreifen. Da das Ganze über Android TV und dem Play Store läuft, könnt ihr auch direkt irgendwelche Apps installieren, wie zum Beispiel Dateimanager, damit ihr auf diese ganzen Dateien zugreifen könnt. Das Ding als Setup-Box könnte wahrscheinlich ähnlich spannend sein wie die Shield TV. Aber, und da kommen wir jetzt auch schon zum größten Kritikpunkt von dem Ding, es ist halt kein Shield TV, da ist keine fette Hardware drin, die im Gaming-Bereich jetzt nochmal schön aufbrodelt und das ganze System schön fluffig werden lässt, sondern es ist relativ langsam und gerade im Vergleich zu einem Fire TV Stick von Amazon ist das ein bisschen schade, denn das wirkt super spannend, super, super, super flüssig und zuvorkommend und die beiden Produkte sind da eher ein bisschen hagelig langsam im Vergleich. Das ist, finde ich, schon ein Nachteil, wenn man bedenkt, dass das Ding hier 100 Euro kosten soll. Das waren jetzt unsere Beispiele, was es für Produkte gibt für 4K-Streaming-Boxen bis zu 100 Euro. Natürlich gibt es auch Beispiele für mehr als 100 Euro. Die Apple TV 4K oder es gibt von Amazon auch den Fire TV Cube, der kostet 120 Euro, hat dann auch einen LAN-Anschluss und genau diese Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, die es nicht gibt. Also es gibt auch für jeden Anwendungsbereich unterschiedliche Setup-Boxen oder Sticks, die man nutzen kann für 4K-Streaming.
wenn man ein bisschen herumspielen will und Home Cinematic, also auch so ein Heimkino ein bisschen bauen will, dann wird wahrscheinlich die Imatic Box spannend sein. Wer Android TV aber nicht so viel drumherum will, den wird die Xiaomi Box reichen. Wer sich eh im Prime-Universum befindet von Amazon, der wird mit dem Fire TV Stick sehr zufrieden sein, weil er eben auch andere Apps wie zum Beispiel auch Sky oder Netflix nutzen kann. Und wer nichts davon braucht, aber ab und zu mal vom Smartphone irgendwie mal einen Twitch-Stream oder einen YouTube-Stream, zum Beispiel uns hier streamen möchte, dem reicht ja auch komplett dieser kleine Chromecast aus. Das war's von uns. Welche Boxen nutzt ihr? Habt ihr hier was Spannendes gefunden oder habt ihr was im Petto, was wir noch gar nicht gesehen haben? Schreibt's mal unten in die Kommentare rein und ich freue mich, mit euch drüber quatschen zu können.